Das Regen-TV Plus ist heute auf Besuch bei Hummel und Meier und das am Standort in Asch. Patrick, erzähl mal, was bietet ihr alles so an? Haustechnik ist ein Riesenbegriff. Es ist vielseitig, das Ganze. Wir sind ein Familienbetrieb, der anbietet Sanitär, Spengler, Dachdecker und Solaranlagen und sind in Basel und in Asch daheim. Was bedeutet denn das, wenn ich jetzt gerade den Sanitärbereich anschaue? Was fällt da immer wieder an? Da geht es ja nicht einfach darum, ein verstopftes WC zu reparieren. Nein, das nicht. Wir fangen an bei Beratung daheim und für Umbauten, ganze Badzimmer, Küchenanschlüsse und natürlich Reparaturen vom Filterwechseln im Keller unten bis zum Spielkasten, der tropft und dann hoffentlich nicht verstopft ist. Bei mir ist jetzt der Andi Meier und er ist zuständig für Gebäudehülle. Andi, was bedeutet Gebäudehülle? Gebäudehülle hat mehrere Teile. Das eine ist der ganz hinterlüftete Fassadenbereich, die ganze Spenglerei und natürlich auch die Dachdeckerei. Du, apropos Dachdeckerei, jetzt sind wir ja heute in einer Phase, fast jeder möchte eine Solaranlage auf dem Dach. Mach mir mal ein bisschen lustig, gibt es da neue Möglichkeiten? Ja, die sind schon fast grenzenlos mittlerweile. Also wir haben sehr viele verschiedene Module, die zur Verfügung stehen heute, um Solar aufs Dach aufzutun. Wir haben einerseits, wie wir hier hinten sehen, ziegelähnliche Produkte. Wir haben andere Produkte, die grössere Formate haben, die integriert werden ins Dach anstelle der Ziegel. Und da gibt es natürlich die Aufdachanlagen noch. Du, dann machen wir gerade einen Schritt weiter gehen in die Lehrlingsausbildung. Was machen Sie da innen? Wir sind ja jetzt nicht auf einer Baustelle. Das ist richtig. Das ist vor allem so in der arbeitsschwachen Zeiten oder im Winter, wenn wir sehr viel schlechtes Wetter haben, haben wir hier ein Modell für die Lernenden, wo sie eins zu eins eigentlich ihre Arbeiten lernen können. Auch können brauchen für die Prüfungsvorbereitung, damit sie dann nachher ihren Beruf vollumfänglich ausüben können, wenn sie bestanden haben. Speziell aber bei den Ausbildungen? Ist ganz neu, ab nächstes Jahr 2024, Solarinstallateur. Was bringt man da mit? Im Prinzip eigentlich ähnliche Fähigkeiten, wie wir es von Dachdeckerseite her kennen. Das Einzige, was wir noch haben, ist die ganze Stromkomponente, die dazukommt. Und das ist das, was im Keller unten passiert. Und das ist etwas, was man unbedingt lernen muss, damit wir auch die Energiewende hinkriegen, die wir sollten. Und jetzt hocken wir hier auf dem improvisierten Dach. Oben mir ist der Can. Du bist im zweiten Lehrjahr als Dachdecker. Sag mal, was sind deine täglichen Arbeiten? Von Wärmedämmung bis mit Holz arbeiten, über Ziegel oder Solaranlagen gehört alles dazu. Was gefällt dir denn so speziell, wenn du auf dem Dach oben arbeitest? Die frische Luft, die gute Aussicht. Einfach das Holz arbeiten finde ich gut. Und Dämmung, es ist sehr eindrücklich, was man alles erreichen kann, wenn man als Dach sieht und dann neue Wärme dämmt und so Zeug, was es dort für Unterschiede gibt. Und auch das mit der Solaranlage, was man dort alles erreichen kann, energietechnisch, finde ich sehr eindrücklich. So, und jetzt sind wir hier beim Pablo. Er ist bereits im vierten Lehrjahr als Spengler hier bei Hummel und Meier. Sag mal, Pablo, deine täglichen Arbeiten, was ist dein Daily Business? Also meine tägliche Arbeit sind vor allem eigentlich die Blecharbeiten auf dem Dach. Das ganz klassische Spenglerarbeit. Wir arbeiten vor allem auch viel mit den Dachdecker selber zusammen. Wir machen hauptsächlich eigentlich Dachrinnen, Verkleidungen, Vergauben oder auch Falzdecho. Ich habe vor allem die Lehrstelle ausgesucht, weil ich halt auch gerne draußen arbeite. Ist natürlich auch ein Top-Bude, den ich mir da ausgesucht habe. ich arbeite auch schon gerne mit Metall. Das habe ich früher auch schon gerne gemacht. Und Spengler finde ich halt auch vor allem einen schönen Job, weil man sieht am Schluss, was man gemacht hat. Vor allem, wenn man halt ein schönes Dach mit Kupfer verkleidet hat, das sieht grandios aus. Deshalb habe ich mich eigentlich auf diesen Job entschieden. Ich finde es ziemlich schön. Jetzt, Pablo, bist du in einem halben Jahr fertig. Wie sieht es denn aus mit den Lehrstellen hier im Betrieb? Ja, wir suchen halt immer noch Lehrlinge für die vier Berufsgattungen. Eben für Sanitär, Dachdecker, Spengler und jetzt neu auch Solateur. Ich bin bald fertig. Wir haben noch eine Lernende, aber es sind jederzeit immer Lehrstellen offen bei uns. Wir haben ein sehr angenehmes Arbeitsklima, auch unter uns Kollegen insgesamt. Wir helfen uns gegenseitig viel. Und eben auch, wenn jemand ein Problem hat, Bescheid geben und es wird immer geholfen. So, und zum Abschluss haben wir jetzt doch noch ein kleines Zückerli für euch. Wasserhahne ist nicht gleich Wasserhahne. Erzähl mal, was ist das für eine Hahne? Das ist eigentlich normal eine Küchenhahne, aber zusätzlich kann ich kochendes Wasser rauslassen in einer Sekunde und kann Tee machen oder Pasta kochen und so weiter. Also das ist das Kuckersystem, das wir auch anbieten bei uns im Geschäft.